begrüße herzlich wieder hier zu Let's Play GTA 4. Und ja, gleiche Welle, gleiche Stelle, genau hier an der Stelle, wo ich hier praktisch letztes Mal aufgehört habe. Wo wir das Date mit der Michelle zu Ende gebracht haben nach einem Unentschieden-Match. Bowling, 51-51. Das finde ich immer das Beste, wenn man einen Unentschieden schafft. Ja, und hier haben wir diese schicke NGR900, ich spreche schon Englisch, diese NRG 900 aufgegabelt. Und da können wir ja auch gleich mal mit der hier... Boah, da haut's mich schon um, also ich höre schon auf. Im Let's Play zu stunten ist nachteilhaft, Leute. Nachteilhaft. Ja. Sollte man nie machen. Nun gut. Motorradfahren ist sowieso sehr gefährlich in Liberty City, aber ich habe ja ein paar Skills, also ich habe schon ein bisschen was drauf im Motorrad, so ist nicht. So, steigen wir ab. Machen wir hier so eine kleine Entwicklung, steigen wir jetzt ab. So, ich habe gar nicht gespeichert, fällt mir ein. Ach, scheiß drauf. Nächste Mission. Easy fair. Come on, Hattie. Forget about the fat, sir. Vlad, shut up. But he's a serf, and you're a countess. Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's Roman? Good question. Hey, Yoko, your damn cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. Hey. About time. Vladdy boy, what's going on? Roman boy, you tell me what's going on. Nice aftershave. What is that? Sex pest? No. It's where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with him. Brought Dardan's arm. Then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. What was this all about? Nico came in looking for you, and Vlad told him to get him a fucking coffee, and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Ah, ja, immer die beste Taktik. Einfach zustimmen. Zu einer Frau sagt man nie nein. Aber gut, wir sind jetzt der Angearschte, weil Vlad hat erfahren, dass wir gerade zuschlagen können, und jetzt sind wir gleich hier, ne? Müssen wir ihm ein paar Gefallen tun, hat er gesagt. Und jetzt sind wir leider, müssen wir für Roman hier die Suppe auslöffeln. Ob das was wird, sehen wir mal. Ich drehe mal wieder ein bisschen Tafkum auf zum Chillen. Ja, und dieser Jermaine, der nur in dieser einen Mission hier vor, der ist praktisch eigentlich diese Mission so zum Vorstellen. Ihr werdet schon noch sehen, vergleich mal Polizeiprobe zum Vorstellen. Praktisch das Spiel stellt hier dem Spieler vor, zeigt ihm hier ganz genau, wie er der Polizei entkommen kann aus dem Radar. Und ja, nur dafür ist die Mission eigentlich gemacht. Da kommt er auch schon. Gechillt. Thanks for coming. Can you take me over to Masterson Street? Masterson Street. Geht ja lustig. Don't worry. The virtual courts always come down on the side of big business and property. Shit, I thought Roman was gonna pick me up. I need someone I can trust for this run. I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. He told me about you. You're Nico, right?
The hotshot ladies, man, cruising around the Mediterranean, breaking hearts and making millions? Yeah, I traded in the yacht for this cab. That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got it. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been clean for a long time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay, okay. I gotta pick up some hot parts for my locker. You down? I ain't got no problem with that. Just don't tell me if you stole this shit from a hospital or a school for sick kids. My conscience is troubled enough already. Ja, und nach dem Gespräch hier sind wir da. That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. Jeder, der bei einem Verbrechen ertappt wird, erhält einen Fahndungslabel und wird von Cops gejagt. Ist natürlich logisch. Die Anzahl der angezeigten Sterne ist für die Fahndungslabel. Je mehr Sterne, desto intensiver werden die Cops versuchen, die zu schnappen. Ja, ist ja kein Problem. Verlieren wir mal Cops. Da zwei ich ihn jetzt erstmal hier in die Arme. Salut, hallo. Meine schöne Frühlingsjagd hier einmal kreis herum. Jetzt sind wir los. Kein Problem. Die Straße hier ist gefährlich. Sag mal, wieso sehen uns die Cops noch? Ah, jetzt sind sie uns eh nicht mehr. So ist gut. So ist I don't think they see us. Now, if we can stay out of their sights for a little longer, we'd be all good. So, dann warten wir hier. They're gone. Thank you. Was will der denn hier? What does that mean? Look, I'm not being vague. It just sounded good. Was habt ihr denn vor? So, what brings you to Liberty City, Nico? Roman, I guess. And some other things. I'm looking for something. Good luck finding them. How's the hunt been going so far? It has not really started yet. I'm getting settled in, you know. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. There's this asshole called Vlad, who he owes money to as well. Ich glaube, ihn wusste das alles noch gar nicht, weil Roman erzählt sowas nicht. Roman lebt einen Traum. Okay, we're here. Thanks, man. Keep looking after Roman. Ja, und hier wird uns das Paint Spray vorgestellt. Jetzt können wir endlich umlackieren unseren Wagen. Das ist eine geile Sache hier mit dem Umlackieren. Dann ist man die sternlos. Ja, und wir haben auch ganze 6 Minuten. Mache ich doch diesmal hier ein Doppelpart draus, nicht wahr? To Roman. Jermaine, where he wanted to go. Good, Nico, thanks. And I'll see you soon. Ah, und ich mach mal kurz hier das automatische Speichern mal kurz an. So, kein Ding. Gleich nächste Mission namens Jamaican Head. Heat. Jamaican Heat, ja. Also, jamaikanischer Ärger. I don't give a fuck if the bridge is busy, you're a cab driver! Hey! Hello, Roman Bellick Enterprises. No, Mr. Bellick is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, I'm not gay. Yes, I'll tell him. Car 7, head to South Slopes, come on! Where are you, Mohammed? Hello, Roman Bellick's office... Fucking battery, this is chaos! Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When are you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time, can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob, he's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on Oneida Avenue in South Slopes. Nico, man, we should talk sometime. I'm a good listener. Whatever, man. Mohammed, what the fuck? Oh, Miss Weinstock. No, not you.
What can I do for you today? Fail. Ja. Ich denke, wenn ich überhaupt sowas reinmache hier, dann, oh, ich kann mir auch so ein Recht durchnehmen. Wirklich? Darf ich das? Ich muss nicht mit dem... Ich darf mir auch durchnehmen? Das ist ja... Oh, fantastisch. Okay, Leute, ist mir jetzt wurscht, was ihr jetzt sagt, ja? Ob jetzt der Meinung seid, Cheater, ist mir scheißegal. So. Weil... Ich meine, Autos, Auto. Hier, ein Super GT. Hätte ich gerne. Sehr schön. So mag ich da. Trainer enabled. Ja, ich disable. Disable. So. Ich habe einfach keinen Bock mehr, das zu nehmen, was kommt, ja. Man ehrlich sein muss und bla bla bla. Ich meine, echt, Schulter machen wir unsterblich bei der Mission, das ist ja bescheuert, ja. Verstehe. Aber sowas, ich meine, kommt schon. Das ist doch viel mehr Style. You know the song, man, I, when Ja Yellow Moon did not come out to play, I realized I was... Alright, brother, forward at Dillon Street in Shotlock. Begib dich nach Schotter. Und ich habe die Fensterscheibe leider eingeschlagen, sonst hätten wir es nicht abgebrochen. The one man Roman been talking about all this time. Cousin Nico, gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect, all right. We're going to the spot where I needed to wait by. See, I gotta ask you another favor, Tom. Go for it. Can you take this piece? Hear anything bad going down? You come and help, side. Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. You're my man Roman's cousin. Thanks, respect. This rascal that I rock is with my bridge and real bad man the other day. I want to make peace, but John know what type of shit they might pull off. Alright, they put a spot up there. Watch out for any badness. Sure. Jetzt habe ich wieder die Schule. Super. Ich nehme mit dir. Hasse die. Scheißpistole, jetzt habe ich die wieder. Die Beretta, nicht mehr die Deckel. Danke, der Kopf. Echt nett. Mal kurz auf den Timer. Jo, 1 Minute 30. C. So. Kann man hier eigentlich so in Deckung gehen, so stilvoll, so. Wäre nicht viel gechillter. So, ich bin ruhig. I know there's only gonna be one of you is coming. Jacob. We have to teach a bad man his lesson and thing. Shit, Nico, get these blood clots. Jacob ist getroffen worden. Headshot. Da ist ja noch ein Headshot. Kommt da noch wer? Hier oben kommt doch noch wer. Erinnere ich mich. Ja, nachzuladen. Ganz jetzt sicher. War's das jetzt? Nein. Boom. Ich will, dass er runterfällt. Genau, jetzt kriege ich nämlich die Mission, die Munition. Die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich habe noch die Munition von der Desert Eagle Hub. Fick mir gerade nicht. Ist auf Munition, ist Munition. So. I have had much experience. I think we can do some work together and thing. In the future, you know? I am always looking for work. If it pays. Here's my number. I will link up soon. Und der Klingwecker. Aber wir haben noch Zeit, in Jacobs zu seiner Bude zu fahren. So viel Zeit muss sein. Thanks for everything. You can keep the peace. I think you know if you use it better than I do. One love. Hey, Rasta. I don't need for talk. Make up the way.
Gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, da ja auch der Wecker schon geklingelt hat. So, Monster Sand, dann sehen wir uns im nächsten Part. Yo. I took Jacob where he wanted to go. Driving for you ain't his...